Vielen Dank für die Einladung, hier zu sprechen. Banken und Staaten in der Währungsunion. Im Zusammenhang mit der laufenden Reformdiskussion wird immer wieder über die Vollendung der Bankenunion gesprochen und darüber, dass es notwendig ist, den Nexus von Staaten und Banken in der Währungsunion aufzulösen. Was meint man? Ja, also da gibt es die Vorstellung, ein Circulus Viciosus in der Krise bewirkt, dass unsolide Banken die Staatssolvenz in Frage stellen, dass Staatsschuldenprobleme die Banken schädigen, sei es unmittelbar, sei es, dass die Aussicht auf eine staatliche Rettung nicht mehr ernst genommen wird und die Banken dann in Schwierigkeiten kommen. Und weil das alles so ist, müssen wir den Nexus zwischen Banken und Staaten in der Währungsunion auflösen. Frage: Was ist das eigentlich, der Nexus zwischen Banken und Staaten? Ist das eine Sprechblase oder was sind die Mechanismen? Und wenn es das gibt, kann man das überhaupt auflösen? Wie macht man das? Ich beginne mit der Beobachtung, dass wir in der Euro-Krise selbst vielfältige Varianten dieses Nexus gesehen haben. Und im Sinne des Verständnisses von Krisen ist es wichtig, dass man sich das im Detail anguckt. Als guter Ordoliberaler müsste ich jetzt anfangen, und zwar alles die Staatsverschuldung. Aber damit fange ich nicht an, sondern eine Variante war Immobilienkrisen, teilweise gefördert durch Kapitalimporte, insbesondere Kapitalimporte aus Deutschland. Die Immobilienblasen führten zur Immobilienkrise. Die Immobilienkrise führte zu einer Bankenkrise. Und mit der Bankenkrise fertig zu werden, überforderte die Staaten. So geschehen in Irland und Spanien. Mit Staatsverschuldung hatte das nichts zu tun, zumindest im Vorhinein. Die andere Version, Griechenland, Staatsverschuldung, und dann der Schuldenschnitt auf die Staatsschulden hat die Solvenz der Banken kaputt gemacht. Die dritte Variante, Deutschland und Frankreich. Banksysteme, die schwer getroffen waren durch die Finanzkrise von 2008, erhebliche staatliche Mittel bekommen hatten, politisch sehr unpopulär. Gleichzeitig aber große Exposures hatten, zum Beispiel gegenüber Griechenland, zum Beispiel gegenüber Irland, zum Beispiel gegenüber Spanien, sodass es für die jeweiligen Regierungen eigentlich praktisch war, das Problem der Bankenrettung oder einer neuerlichen Bankenrettung dadurch zu umgehen, dass man die Staatshilfe aus Solidarität innerhalb der Eurozone proklamierte. Noch nicht gesprochen habe ich über Portugal und Italien. Vorhin war von den Kollektivwahrnehmungen die Rede. Vor einem Jahr gab es bei Spiegel Online, meine ich, in einem Artikel die Schnorrer von Rom. Und ich war bei einer Tagung, hatte dabei einen italienischen Co-Referenten, der fragte zu den 70 Milliarden, die die deutschen Banken den deutschen Steuerzahler gekostet haben, wo waren eigentlich die deutschen Ökonomen? Sonst protestieren sie doch immer über alles, einschließlich der Dinge, die gar nicht stattgefunden haben. Dann hielt er den Spiegelartikel hoch und sagte, und Italien hat noch keinen Cent von Deutschland bekommen und Italien hat für Spanien und für Griechenland mitgezahlt. Auch das gehört zu diesem Thema Wahrnehmung. Wenn wir die Frage stellen, was ist bei Italien passiert, da haben wir realwirtschaftliche Probleme.
verursacht letztlich durch Verschiebungen in den Weltmärkten, das Vordringen von China und im europäischen Raum die Integration der Beitrittsländer von 2004 in das hiesige System. Die italienischen Banken haben Problemkredite, weil die betroffenen Unternehmen damit Schwierigkeiten haben. Der Staat, naja, der italienische Staat ist hoch verschuldet, aber das ist bisher kaum das Problem der Banken. Wenn man dieses Thema Staaten und Banken in der Währungsunion etwas mit etwas mehr Abstand angeht und versucht, sich zu überlegen, worum geht's hier eigentlich? Das ist ja ein merkwürdiges Sammelsurium, das sich da präsentiert hat. Was hat das überhaupt mit der Währungsunion zu tun? Es gibt verschiedene Faktoren. Ein Faktor, das Staatsschuldenproblem. Das Geld, das die Zentralbank produziert, steht nicht automatisch dem betreffenden Fiskus zur Verfügung. Umgekehrt, der betreffende Fiskus kann den Inhalt seiner Schulden, das Geld, das für das er Schuldscheine ausgibt, nicht selbst produzieren. Das war das Problem von Griechenland. Ein zweites Problem. Geldpolitik hängt von den Banksystemen ab. Banken sind ein maßgeblicher Teil des Geldsystems. Wenn wir zum Beispiel die Geschichte der großen Weltwirtschaftskrise von 29 folgende angucken, ist das eine Geschichte, in der der Kollaps der Banken und der Kollaps der Geldsysteme als Folge des Kollapses der Banken die zentrale Rolle spielt. Die Literatur, die wissenschaftliche Literatur macht den Zentralbanken den Vorwurf, sie haben damals nicht genügend gegen diesen Kollaps getan. Die EZB, auch andere Zentralbanken, haben 2008 folgende genau diesem Vorwurf entgegengearbeitet und haben interveniert, haben das ihre getan zur Stützung der Finanzsysteme. Aber da sind wir natürlich in einem Abhängigkeitsverhältnis. Die Geldpolitik hängt plötzlich von der Situation der Banksysteme ab. Wenn wir den November, Dezember 2011 uns angucken, es drohte eine Wiederholung des September, Oktober 2008. Es gab einen Run der amerikanischen Geldmarktfonds auf die europäischen Banken. Es gab auch einen Run anderer Anleger auf die Banken. Und die Defensivreaktionen der Banken führten zu einem Kollaps in den Wertpapiermärkten. Die EZB hat dem entgegengewirkt, durch die sogenannte Long-Term Refinancing Operation von 2011-2012 und hat eine Wiederholung der Septemberkrise von 2008 verhindert. Soweit es um Dollars ging, mit Unterstützung der amerikanischen Fed. Was haben die Geschäftsbanken mit den Krediten gemacht? Nun, die schwächsten Geschäftsbanken, speziell in Südeuropa, haben das Geld ihren Staaten gegeben. Wenn ich das Geld zu 1% von der EZB kriege und leihe es zu 4% an meinen Staat, ist das eine schöne Marge. Für die Regierungen und für die Staaten war das eine Möglichkeit, den indirekten Zugang zur Notenpresse zu bekommen. Die Abhängigkeit der Geldpolitik von der Funktionsfähigkeit der Banksysteme verursacht eine gewisse Erpressbarkeit der Zentralbank durch Mitgliedstaaten. Warum soll ich eigentlich bei meinen Geschäftsbanken aufräumen, wenn doch gerade die Schwäche der Geschäftsbanken ein Hebel ist, um an die Notenpresse zu kommen?
Gleichzeitig gibt es eine Abhängigkeit der Mitgliedstaaten von der EZB und eine Erpressbarkeit der Mitgliedstaaten durch die EZB. Im November 2011 schrieb Herr Trichet einen Brief an den irischen Premierminister. Sie wollen ja jetzt die Bankenkrise bereinigen. Und es ist ja wohl im Gespräch, ich paraphrasiere jetzt bewusst karikativ, irisches Recht anzuwenden und die Gläubiger mit an den Verlusten zu beteiligen. Wenn sie das tun, muss die EZB die Notkredite für irische Banken widerrufen. Am nächsten Tag kam die Antwort des irischen Premierministers: Yes, Sir, wir haben verstanden, wir werden das nicht so machen. Wir machen Bailout für alle vorrangigen ungesicherten Gläubiger. Die Gesicherten sind kein Problem. Auch wenn das bedeutet, dass wir dafür den Hilfsfonds, den europäischen Hilfsfonds in Anspruch nehmen müssen. Da wurde irisches Gesetz, irisches Recht nicht angewandt, weil die Drohung der EZB, das Banksystem und das Geldsystem in Irland lahmzulegen, Wirkung zeigte. Es gibt ja viel Gezeter über die EZB, gerade in diesem Land. Aber dass die EZB in dieser Episode und dann noch einmal 2015 in Griechenland im Interesse der Gläubiger die Abhängigkeit der nationalen Banksysteme ausgenutzt hat, um, sagen wir es diplomatisch, das Verhalten der Regierungen zu beeinflussen. Das wird meines Erachtens etwas zu wenig thematisiert. Das sachliche Problem der EZB liegt darin, sie betreibt Geldpolitik in einem fragmentierten Finanzsystem und das mit verstärkter Fragmentierung seit etwa 2011. Sie ist von diesen Banksystemen abhängig und da gibt es Missbrauch. Die Mitgliedstaaten haben sich nicht sehr angestrengt, über die Jahre hinweg ihre Banksysteme zu sanieren. Teilweise, weil welche Aufsichtsbehörde lässt sich schon gern nachsagen, sie habe geschlafen. Dann schläft man doch lieber weiter. Man möchte öffentliche Diskussionen vermeiden. Im Fall von Zypern, die Förderung des Banksystems war eine Angelegenheit der nationalen Industriepolitik. Das gilt im Übrigen für die Niederlande, für das Vereinigte Königreich, für die Schweiz sowieso ebenfalls. Und dann gibt es natürlich auch noch Champions-Denken, das kommt hinzu. Wir müssen die Target-Diskussion, zu der ich gerade einen großen Aufsatz für die Perspektiven der Wirtschaftspolitik geschrieben habe, ich muss ihn noch anpreisen, auch in diesem Zusammenhang sehen. Das europäische Zentralbankensystem hat seit 2010, genau genommen schon seit 2008, Interbankenkredite ersetzt. Vor 2008 ist sehr viel an Geld über die Interbankenmärkte, sagen wir aus Deutschland oder Frankreich oder Niederlanden, nach Südeuropa gegangen. Mit dem Zusammenbruch der Interbankenmärkte in der Lehman-Krise war das zu Ende und das Geld kam zurück. Das wurde durch Notfinanzierungen der nationalen Zentralbanken, genau, also rechtlich muss man sagen, des ESZB ersetzt. Die Targetsalden, über die immer wieder geschimpft wird in Deutschland, ergeben sich zum guten Teil aus dem Rückfluss von Mitteln von, sagen wir, Banken in Italien an Banken in Deutschland. Und wenn es im Juli 2011 hieß, die Deutsche Bank hat für 8 Milliarden italienische Staatsanleihen verkauft, ich
vermute, die Käufer saßen in Italien. Auch diese 8 Milliarden gingen in die Target-Salden ein. Man wird also kaum sagen können, das ist einfach Umverteilung, sondern es ist eine Tätigkeit des ESZB im Umgang mit dem Problem, dass wir fragmentierte Banksysteme haben, wo Interbankenkredite für die Integration des Finanzsektors dienen, solange es funktioniert, und hinterher ein Problem hinterlassen, wenn es auseinanderbricht. Frage, wie lange darf das ESZB so etwas machen? Wie lange kann eine solche Rolle sinnvollerweise gespielt werden? Was ist die Lösung? Übernational tätige Banken. Darüber muss man, glaube ich, sehr intensiv nachdenken. Sie würden die Interbankenmärkte zumindest zum Teil durch Intrabankentransaktionen ersetzen. Es gäbe eine größere Robustheit der Banken und eine größere Selbstständigkeit, Unabhängigkeit des Banksystems von der Zentralbank. Nur überregional tätige Banken sind auch Mechanismen zur überregionalen Umverteilung von Investitionstätigkeit. Man kann über das deutsche Finanzsystem viel schimpfen, auch über das Drei-Säulen-Modell. Aber dass Sparkassen und Genossenschaftsbanken zu guten Teilen jeweils erstmal vor Ort definiert sind, bewirkt ein gewisses Hemmnis bei der Umlenkung von Mitteln von den Orten, wo die Mittel in das Banksystem einfließen, in andere Regionen. Und das hat, glaube ich, der Gleichmäßigkeit der Wirtschaftsentwicklung in Deutschland durchaus geholfen. Bankenunion ist ein Projekt, um hier weiterzukommen. Ziel war 2011/12 Beendigung der Missbräuche, insbesondere Straffung der Aufsicht, Beschleunigung von Rekapitalisierungen. Auf der Ebene der Aufsicht, glaube ich, war es erfolgreicher, als ich es erwartet hätte. Es gibt immer noch viel zu tun und die Non-Performing Loans, also die Problemkredite, sind nach wie vor sehr hoch, aber insgesamt hat es deutlich stärker gewirkt, als ich zumindest erwartet hätte. Sanierung und Abwicklung. Haben wir wunderbare Rechtsnormen. Aber es funktioniert nicht. Warum? Zum einen, die Insolvenzverfahren sind nach wie vor national, nach nationalem Recht. Und das ist für solche Dinge ineffizient. Die deutschen Medien haben sich schrecklich aufgeregt darüber, dass für die venezianischen Banken ein Spezialgesetz gemacht wurde. Ein Spezialgesetz wurde gemacht, um zu verhindern, dass im Rahmen eines normalen Insolvenzverfahrens nach italienischem Recht es zu einer Verschleuderung der Kredite kam und damit zu viel höheren Verlusten für den Steuerzahler als auf diesem. Wir können nach wie vor nicht mit grenzüberschreitend systemrelevanten Banken umgehen. Klammer auf, Deutsche Bank, BNP Paribas und ähnliche. Warum? Die sind unternehmerisch integriert über die Grenzen hinweg. Aber wenn an einer Stelle die Behörde einschreitet, geht das bei allen rechtlich selbstständigen Töchtern durch die jeweiligen Behörden des zuständigen Landes. Bei Lehman Brothers, die hatten integriertes Cash Management, als die englischen Behörden an dem Montagmorgen da waren, da reingingen, war kein Cash da, kein Bargeld. Das war nach vorangegangenem Geschäftsschluss nach New York gegangen. IT-Systeme werden auch grenzüberschreitend unternehmens
integriert gehandhabt. Für mich stellt sich an dem Punkt die Frage, also die Betroffenen sagen, wir brauchen halt Single Point of Entry. Nur die Behörde bei der Mutter schreitet ein. Die Amerikaner sagen, bei euch piept's wohl. Die Deutsche Bank hat in ihrem Bankentestament stehen Single Point of Entry, BaFin bzw. Frau König in Brüssel sollen zuständig sein. Im Übrigen, wir haben zentralisiertes Funding, zentralisierte Finanzierung, sprich New York wird von Frankfurt aus finanziert. Die Amerikaner sagen, bei euch piept's wohl. Wir überlassen doch nicht die Zuständigkeit für New York den europäischen Behörden. Das ist politisch völlig unrealistisch, sich vorzustellen, dass wir bei solchen Instituten wirklich Single Point of Entry bekommen. Wenn wir es nicht bekommen, ist die Frage, können wir uns diese Institute leisten? Die derzeitige Diskussion in Deutschland um Commerzbank, Deutsche Bank, ist da natürlich mit angesprochen, aber auch die Deutsche Bank, wie sie jetzt schon dasteht, fällt hier unter diese Frage. Angenommen, die Behörde schreitet ein und versucht, was zu machen. Wo kommt eigentlich die Liquidität her, die die Bank braucht in den nächsten Tagen oder Monaten, bis klar ist, was passiert? Können Sie sich vorstellen, dass die europäischen Rechtsnormen und auch das deutsche Recht zu dem Problem kein einziges Wort sagen? Das wäre europäisch auch viel zu heikel gewesen. Da hätte man bei Deutsche Bank oder BNP Paribas über einen vierstelligen Milliardenbetrag reden müssen. Das geht gar nicht. Diese Dinge müssen reformiert werden. Wir haben im Übrigen nach wie vor die Widerstände auf nationaler Ebene aus industriepolitischen Gründen, gleichzeitig im Hinblick auf die Interessen der Anleger und Interessen der Inhaber, die politisch zumeist gut vernetzt sind. Dabei haben wir insgesamt das Problem, und das bildet dann den Hintergrund für diese Diskussion, dass das Banksystem in Europa, das gilt insbesondere auch für Deutschland, übersetzt ist. Die technischen Entwicklungen seit den 90er Jahren haben zu dramatischen Kapazitätsausweitungen geführt, haben deutlich zum Mindern der Margen beigetragen und das schon in den 90er Jahren. Und die Banksysteme sind dem nicht gewachsen. Was haben wir in der Krise gemacht? Ganz viele Banken gerettet, sprich wir haben künstliche Marktaustrittsbarrieren errichtet. In Deutschland hängt dieses Problem auch zusammen mit dem Drei-Säulen-System. Aber die Vorstellung, wir können das alles retten und wir müssen das alles retten, ist eine Garantie dafür, dass der Steuerzahler in Zukunft immer wieder zur Kasse gebeten wird. Was ist das Interesse der Politik? Zum einen, die Bevölkerungen sind betroffen. Wenn Banken in Probleme kommen, auch wenn Banken geschlossen werden, es gibt sehr viele Leute, die betroffen sind. Viele Anleger, auch institutionelle Anleger, sind sehr gut vernetzt. Herr Schumann hat über HRE gearbeitet und die Liste der Gläubiger, die profitiert haben, ist eine Liste der deutschen Elite-Institutionen. Wir hätten dann noch eine ganz andere Systemdiskussion bekommen, wenn das nicht geschehen wäre. Banken verfügen über Geld. Und das ist attraktiv. Wenn ich daran denke, was Herr Stoiber die Bayern-LB alles finanzieren ließ. Und wenn ich daran denke, wie im Januar 1998 die Nord-LB plötzlich die Verösterreicherung von Preussag Stahl verhinderte und Herrn Schröder sozusagen den
das geeignete Wahlkampfthema in Niedersachsen lieferte. Schön, wenn man auf diese Weise, ohne einen Parlamentsausschuss zu fragen, aktiv tätig werden kann. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, mit meinem Sonntagsschulverständnis von Haushaltskontrolle, von Finanzkontrolle durch das Parlament, hat das nicht viel zu tun. Ich komme zum Schluss. Wir haben ein eigentlich magisches Dreieck. Banken, Staatsgewalt, Zentralbank. Die Staatsgewalt ist national, die Zentralbank ist supranational. Die Banken sind einerseits Teil des nationalen Wirtschaftssystems, andererseits Teil des supranationalen Geldsystems. Die Zuweisung zur Europäischen Union im Rahmen der Bankenunion schafft eine Unionskompetenz. Das ist eine Grundlage für die Funktionsfähigkeit der EZB. Aber es schafft Schwierigkeiten. Die Macht der EZB ist noch verstärkt. Wie können wir das einschränken? Vielleicht sollte man in Parenthese auch hinzufügen, wie können wir die Macht der Eurogruppe einschränken, die ja auch nicht demokratisch legitimiert ist. Meines Erachtens brauchen wir unbedingt eine stärkere demokratische und politische Legitimation auf europäischer Ebene, Parlament, Finanzminister, vielleicht auch eine fiskalische Institution. Aber das alles führt uns nicht davon weg, dass Macht und Interessen der Mitgliedstaaten immer gegeben sind. Herr Varoufakis wollte die griechischen Banken verstaatlichen. Dieses Spannungsverhältnis ist kaum aufzulösen, wenn wir nicht stärker in Richtung Bundesstaat gehen. Ich stelle mir an dem Punkt immer vor, können wir uns vorstellen, dass Monsieur le Président de la République Française, der Nachfolger von Louis le Grand und von Napoleon, gegenüber seinen Banken in die Position versetzt wird, in der der Bürgermeister von Leukerbad im Jahre 2002 war, als die Banken ihm sagten, deine Kommune geht jetzt in die Insolvenz, wir geben dir keine weiteren Kredite mehr. Irgendwo kann ich mir das nicht vorstellen. Andererseits hat man sich als Wissenschaftler nie vorstellen können, dass die Europäische Union funktioniert. Das fängt schon beim Schumann-Plan an. Und man steht vor der Europäischen Union so wie der Ingenieur vor der Hummel. Der weiß ganz genau, die kann nicht fliegen, weil die Flügel viel zu klein sind für den Körper. Aber bisher hat die Hummel es immer noch geschafft zu fliegen. Damit bin ich am Ende. Ja, schönen Dank, Herr Helwig. Die Natur dieses Gegenstandes hat es in sich, wenn man darüber 20 Minuten spricht, dass man hinterher mehr Fragen hatte als vorher. Das liegt hier. Naja, es liegt, glaube ich, aber wirklich auch in der Natur des Gegenstandes. Ich habe ja nun auch viele Jahre gebraucht, um halbwegs zu verstehen, was da überhaupt abläuft. Aber wir müssen halt auch im Sinne unserer Fragestellung, wie geht es weiter mit der europäischen Integration, die Frage, Entschuldigung, wenn ich Ihnen da vorweggreife, Sie sind gleich dran, aber diese Frage muss ich doch noch stellen. Nur mal angenommen, Sie wären jetzt in der Entscheiderposition, ja, und könnten einfach mal so kurz skizzieren, was sind die wichtigen drei Schritte, damit das Bankensystem innerhalb der Eurozone stabil wird. Und angenommen, Sie könnten das Gesetz jetzt einfach mal so aufschreiben und es würde dann im nächsten Monat in Kraft treten. Was wären die wichtigen Elemente? Erstens, Sicherstellung der Liquiditätsversorgung in einem Sanierungs- und Abwicklungsverfahren. Vorschlag, die EZB kriegt diese Verantwortung, wird aber für etwaige Verluste aus diesen Krediten schadlos gehalten durch den Bankenrestrukturierungsfonds. Ich sprach eben von den vierstelligen Milliardenzahlen für den Liquiditätsbedarf.
Bei langsamer Abwicklung sind Verluste meistens viel kleiner und ein zweistelliger Milliardenbedarf sollte eigentlich reichen. Zweitens, Einbezug der Liquidierung, sprich der Insolvenzverfahren, in die europäischen Institutionen, sprich Aufgabe des nationalen Rechts in dem Bereich. Die nationalen Anwaltslobbys werden Zitter und Mordio schreien, denn wie viel Humankapital muss da abgeschrieben werden? Drittens, fiskalischer Backstop, das ist jetzt nicht nur der Bankenrestrukturierungsfonds, sondern im Zweifel eine auch durch den Steuerzahler zu finanzierende Einrichtung. Einfach, um die Möglichkeit zu haben, die Dinger wirklich loszuwerden. Also abzuwickeln. Abzuwickeln, ja. Ohne die Bevölkerung zu schädigen. Ja. Okay, das ist nochmal ein klarer Arbeitsauftrag. Ich hoffe, wir können das gleich bei der Podiumsdiskussion mit Herrn Scholz auch aufgreifen. Jetzt sind Sie aber dran. Das kann nicht sein. Keine Angst vor Banken und Finanzen. Bitte schön. Und Sie. Aber zuerst die junge Dame da. Nein, die war zuerst. Ja, hallo, Nicolina Russo, mein Name. Sie hatten auch den technologischen Fortschritt einmal kurz angesprochen. Und zwar meine Frage, wie stehen Sie zu dem Aufkommen von Kryptowährungen, Fintech oder dezentralisierten Banken wie zum Beispiel N26? Und wie beurteilen Sie das in dem Zusammenhang? Sie müssen das nochmal, das war ein bisschen zu schnell, nochmal ein bisschen klarer. Meine Frage war, wie Sie das Aufkommen von Fintech, Kryptowährungen oder dezentralisierten Banken wie N26 in diesem europäischen Zusammenhang auch beurteilen würden, da Sie den technologischen Fortschritt ja auch einmal kurz angesprochen haben. Kann ich nicht so nicht sagen. Ich meine, das ist eine unternehmerische Neuentwicklung. Was letztlich dabei rauskommt, ist unklar. Also bei Fintech, wenn Sie jetzt zum Beispiel nach Bitcoin und ähnlichen Systemen fragen, würde ich sagen, ich bin sehr skeptisch, allein schon wegen des Energieverbrauchs. Andere Neuerungen würde ich erwarten, dass, wenn sie funktionieren, sie von den existierenden Institutionen integriert werden. Modell, Entwicklung des Derivatehandels, also von Derivateverträgen, dem ganzen System der Besicherung von Derivaten und Ähnlichem in den 80er und 90er Jahren. Das ist zunächst von Außenseitern gemacht worden und dann von den etablierten Banken übernommen worden. Ich glaube, wir sollten nicht erwarten, dass diese etablierten Institute so ohne weiteres alles verschlafen. Auch wenn sie bei den Neuerungen nicht dabei sind, wenn sie Neuerungen sehen, die was taugen, werden sie versuchen, die zu übernehmen. Und dann wird es allenfalls Sache der Wettbewerbspolitik sein, dafür zu sorgen, dass es da nicht zu Wettbewerbsmissbräuchen kommt. Dankeschön. Jetzt. Ja, ich hätte eine sehr konkrete Frage zur Deutschen Bank. Die hat ja momentan nicht das positivste Image, um es mal vorsichtig auszudrücken. Sie hat jetzt einen mickrigen Gewinn von 400 Millionen, nicht Milliarden, ausgewiesen. Und dann konnte man in der Zeitung lesen, also vorher hatte so rote Zahlen, ja, dass also diese Bank knapp 2 Milliarden an Boni ausgezahlt hat für diese grandiose Leistung, 400 Milliarden da zu erwirtschaften. Also ich sage das auch als Kunde dieser Bank, übers BHW bin ich da indirekt zumindest also auch Kunde. Sehen Sie irgendeine Möglichkeit, sowas zu unterbinden? Es ist ja auch eine Milchmädchenrechnung. Wenn die Deutsche Bank mal für ein Jahr, dass der Vorstand darauf verzichten würde, hätten die eben, oder größtenteils verzichten, hätten sie also einen Bilanzgewinn von 2 Milliarden. Das würde sich übrigens auch bei dem mickrigen Aktienkurs der Deutschen Bank, denke ich, positiv auswirken. Was sagen Sie da als Bankfachmann dazu? Sehen Sie da irgendwelche Lösungsmöglichkeiten? Wie es derzeit in der Bank aussieht, weiß ich nicht.
Meine Beobachtung ist, also wenn wir einfach mal zurückgehen. Ich hatte von dem zunehmenden Wettbewerbsdruck in den 90er Jahren bereits gesprochen. Die Morgan Grenfell Akquisition, sehr teuer, 89, die Bankers Trust Akquisition, 98, deutlich überzahlt. Und Bankers Trust hatte eine nicht sehr appetitliche Geschichte. Das war in meiner Interpretation ein Bemühen über das Auswandern ins Investmentbanking, dem Strukturwandel im Heimatmarkt zu entgehen. Nur dass wir de facto, ich übertreibe jetzt ein kleines bisschen, eine Übernahme der Deutschen Bank durch die Investmentbanker bekommen haben und nicht umgekehrt. Wenn Sie sich die Kommentierung zu den Jahren, sagen wir 2010 bis 2017 angucken, Sie lesen regelmäßig, die Boni wurden bezahlt, teilweise aufgrund unzureichender Zurechnung und auf jeden Fall ohne, dass die Strafzahlungen, die ja auch nicht ganz unbeträchtlich waren, den Investmentbankern in Rechnung gestellt wurden. Von daher interpretiere ich die Entwicklung seit, sagen wir 2011, wahrscheinlich auch schon vorher, im Wesentlichen als unter dem Aspekt des Machtkampfes zwischen, sagen wir, traditionellen Deutschbankern und den Investmentbankern. Und wir können vielleicht auch das, was seither geschehen ist, also auch die Episode vor etwa einem Jahr im Umfeld der Entlassung von Herrn Cryan unter dem Aspekt sehen. Wie es im Einzelnen aussieht, weiß ich nicht. Noch eine Frage zur Bankenunion. Einen viel besseren Experten werden Sie nicht finden. Ich sag's Ihnen, ich weiß es. Da, ja, genau, Sie. Dankeschön. Jasper Siegert, mein Name. Sie haben das Legitimitätsproblem der Eurogruppe angesprochen. Wenn Sie sich für mehr Bundesstaatlichkeit in dem Bereich aussprechen, inwieweit halten Sie das für unbedingt notwendig, dass die Mitgliedschaft in der Europäischen Union neu definiert wird und der Euro verpflichtend für jedes Unionsmitglied ist oder aber eine Differenzierung des Mitgliederstatus eingeführt wird? Das ist eine schwierige Frage. Wenn ich das zunächst mal nur im Kontext meines Themas hier nehme. Ich war 2012 bis 2015 beim Europäischen Systemrisikoausschuss Co-Chair einer Arbeitsgruppe, die einen Bericht geschrieben hat über Staatsschuldenrisiken bei Banken. Gesetzgebung ist eine EU-Gesetzgebung und letztlich zielte das natürlich auf EU-Recht ab. Aber dann waren in dieser Arbeitsgruppe auch Vertreter zum Beispiel von Schweden. Und die Risiken für die Banken, sagen wir für schwedische Banken, die schwedische Staatsanleihen halten, sehen völlig anders aus als die Risiken für griechische Banken, die griechische Staatsanleihen halten. Darf man da unterscheiden? Muss man unterscheiden? Wäre es nicht viel praktischer, die gesamte EU hätte dieselbe Währung? In dem Sinn glaube ich, dass tatsächlich eine Diskriminierung gewisse Probleme mit sich bringt und dass wir diese Probleme durchaus bei solchen Dingen auch konkret sehen. Ansonsten würde die Frage sich vielleicht erübrigen, wenn man dem sogenannten Subsidiaritätsprinzip mehr als nur Lippenbekenntnisse widmete, was letztlich heißt, dass man die Umsetzung dieses Prinzips
nicht in die Hände derjenigen Institutionen legt, nämlich der Europäischen Kommission, die das größte Interesse daran hat, sie zu verletzen. Also wenn wir tatsächlich eine Stufung von Zuständigkeiten hätten nach Betroffenheiten der verschiedenen Ebenen, würde das die Frage nach der Differenzierung, auch der Differenzierung hinsichtlich der Mitgliedschaft und der Art der Mitgliedschaftsrechte und Pflichten, etwas entschärfen. Mir ist nicht wirklich klar, warum zum Beispiel die Frage, ob man traditionelle oder LED-Glühbirnen haben muss, warum diese Frage auf europäischer Ebene geregelt werden musste. Ich könnte eine ganze Reihe von anderen Dingen hinzufügen, wo auch nicht immer klar ist, warum findet Brüssel, dass es da unbedingt sich engagieren muss. Wobei, ich kann Ihnen die Frage ganz schnell beantworten. Wobei es oft gar nicht nur Brüssel ist, sondern es sind oft nationale Lobbys, die sei es direkt in Brüssel, sei es auf dem Umweg über zum Beispiel das Bundeskanzleramt in Brüssel vorstellig werden. Okay, jetzt sind wir, aber da kommen wir auf ein ganz anderes Feld. Ich weiß, hier gab es noch mehr Fragen, aber wir sind leider ziemlich spät in der Zeit und ich vermute, dass wir nachher sehr pünktlich anfangen müssen, weil der Finanzminister, glaube ich, einen irren Terminkalender hat. Deswegen will ich da lieber nicht auf seine Toleranz rechnen, sondern mich bei Herrn Hellwig bedanken für den kurzen, heftigen Einblick in einen ziemlich komplexen Zusammenhang und die Karte Zusammenfassung am Schluss. Also herzlichen Dank. Und den nächsten Redner aufrufen, der gleichzeitig auch unser Gastgeber ist, Gustav Horn. Applaus